Oh, dein neuer Freund. Hallo! Hella und Olaf! Nein, wir haben den Karneval jetzt mittlerweile hinter uns gelassen. Wir haben den 24. Februar und wir sind mal wieder an den Niederrhein gefahren. Es hat uns nach Strahlen verschlagen, bekannt durch Gartenbau und Blumenzucht in einem großen zusammenhängenden landwirtschaftlichen Gemüseanbaugebiet. Und ich stehe hier neben dem Strölske Jeck, der rüberschaut auf die Boforsthalle, weil hier wurde unsere Tiefkühlhorst von der Firma Bofrost geboren. Beherbergt wird in der Halle jetzt eine Turnhalle, die hier drüben zur Schule gehört. Und die Stadt Strahlen hat einen richtig knuffeligen alten historischen Kern, den wir euch gleich mal zeigen werden. Bleiben wir mal bei den Festen in den kälteren Monaten. Neben dem Strölske Jeck haben wir noch den St. Martinsbrunnen, der liebevoll gestaltet hier direkt am Zuweg zum Markt steht. Weil von hier aus könnt ihr direkt die nette kleine Gasse, ab hier beginnt die Fußgängerzone, reingehen. Laterne, Laterne, Sonne. Mond kommt Mond noch. Und Sterne. Ja, wir hatten Vollmond. Ich habe nicht so gut geschlafen. In der Klosterstraße haben wir den Mühlenberg, wo früher mal eine schöne kleine Holzmühle stand, aber von der sind nur noch die Mühlsteine übrig. Gehen wir mal die Klosterstraße entlang, beziehungsweise wir fahren und dann kommen wir schon am Markt an. Ja, habe ich. Die Männchen? Das sieht ja schön aus mit den Wasserbällen. Ne? Das sind ja hier so Wasserbälle in den Bäumen. Das sieht schön aus. Die ganzen Bäume, guck mal, wie sie dicht mit Lämpchenbahnen sind. Ja. Das schreit ja förmlich danach, dass ich heute Abend zu Fuß hier hinlaufen muss. Nein, ihr wollt das nicht im Dunkeln sehen, ne? Wie das aussieht, wenn das beleuchtet ist. Das wollt ihr nicht sehen. Nein, nein, heute nicht. Schöner, kleiner, heimeliger Markt. Das ist eine Eisdiele. Restaurant zum goldenen Herzen. Da war richtig eine urige, alte Kneipenatmosphäre, als wir das letzte Mal hier waren. Da haben wir eine Pizzeria. Steakhouse, hinten ist noch das Café Krone und das Mühlencafé. Da waren wir schon mal lecker Kuchen essen im Mühlencafé. Ah, hier ist auch der Brunnen. Da ist wieder eine Jack drauf. Die scheinen hier sehr karnevalistisch zu sein. Guck mal, das ist ein Biegelmännchen. Guck, komm, tanz mit mir. Nicht? Jetzt dreht's am Rad. Marie hat eine steife Nacken. Ja, ist wie du. Ja, Marie ist mit mir verwandt. Die ist aber sehr steif in der Gelenke. Die ist echt wie ich. Ja, die ist schon älter. Ja, das. Und da sind alles Blumen. Ich könnte ja jetzt nachgucken, was das zu bedeuten hat. Aber. Das fertig ich mit Lesen. Ja, hier habt ihr dann direkt auch einen Bücherschrank. Ich habe schon wieder interessante Bücher gefunden, aber ich habe keine zum Tauschen mit. Die sind natürlich im Wohnmobil. Eine Zeit lang haben wir die ja immer mal ein paar in den Packtaschen mitgenommen. Okay. In der Stadt Strahlen verteilt findet ihr 12 von diesen Figuren.
Moment nur 10, komme ich aber gleich zu. Das sind die Alltagsmenschen, die hier von der Künstlerin, müsste ich jetzt nachlesen, aber ich möchte ihr jetzt ja mein Lob zukommen lassen. Ich habe den Namen vergessen. Von der Künstlerin, jetzt muss ich auch noch blättern, ich habe zugeschlagen, Christel Lechner erschaffen wurden. Und das ist der Mann mit der Kappe, auch genannt Alfred noch mit Haaren. Jeder sollte einen haben. Hier steht er für alle. Ich habe meinen eigenen Mann mit der Kappe. Normal gibt es hier noch eine Bank mit Tante Käthe und Fräulein Sophie, aber die sind mit dem Busserus. Ja, wir haben Urlaub. Genau. Und damit man nicht verhungert, haben wir hier noch schnell den Burgfrostmann, der euch die nächste Lieferung bringt. Das Eis kennt vielleicht der eine oder andere von euch noch. Tobias ist jetzt 23, also das habe ich mal vor 20 Jahren auch immer gekauft, weil der das immer haben wollte. Und die Benjamin-Blümchen-Tochter nicht zu vergessen. Hinten haben wir noch zwei Figuren, die sind aber gerade fest in Kinderhand. Neue Freundin. Tja, wer ist jetzt wer? Hier mal gucken. Die ist falsch. Die ist echt. Das ist Lieschen Radieschen. Und wer das ist, das wisst ihr ja. Und Lieschen Radieschen guckt schon ganz verschmitzt, weil die weiß, dass der Florentin ihr gleich, du musst mal bis hier kommen, mein Freund, ihr ein paar Blümchen schenkt. Bei der Alicia ein paar Blümchen. Nee, das war der Frau Schmitz, ne? Ja. Aber die heißt ja Radieschen, die Lieschen. Ja, die wohnt ja auch in Köln. Dann kriegt ihr kein Blümchen. Stellvertretend für den Gemüse- und Blumenanbau, der halt hier rundherum in der ganzen Gegend betrieben wird. Danke, Triss, dass du uns ein Abo dagelassen hast. Möchtest du mit mir auch mal ins Bild, so wie der Triss, weil du uns ein Abo dagelassen hast? Dann klick aufs Knöpfchen, dann kommst du mit mir aufs Bild. Muss mir natürlich nur sagen, wo du gerade bist. Aber der Triss, der hat uns ein Abo dagelassen. Feiner Junge. Und dem sage ich jetzt richtig Danke. Und sein Enkel Martin, der hat uns erzählt, dass er unsere Videos auch guckt, weil er gerne sieht, wenn wir durch die Gegend fahren und er lernen möchte, wie in Erdkunde, was es alles Tolles in Deutschland und in Europa zu sehen gibt. Er hat uns auch den einen oder anderen Kommentar schon dagelassen, dass er vieles, was er bei uns gesehen hat, für die Schule gebrauchen konnte. Also, wenn ihr auch mit uns schreiben wollt, es gibt eine Kommentarfunktion bei YouTube. Der Martin, das ist ein schlaues Kerlchen. Der hat mir sogar auf Instagram geschrieben, dass er in einem Aufsatz eine 1 bekommen hat, wo er von den Moselkrampen berichtet hat. Dass es da nämlich viele Bäume gibt, die umfallen, weil es so trocken ist. Und wenn es regnet, dass die dann runterrutschen. Der hat aufgepasst im Video. Also, habt ihr auch aufgepasst? Okay, ich gebe euch eine 1+ für den nächsten Aufsatz oder Kommentar. Danke. Also, gut gemacht, Jung. Sollen wir hier durchgehen? Dann kommst du da hinten ja Schalomweg. Kommen wir ja hinten wieder aus. Zwei Dinge. Wir sind ja gerne nah am Wasser und ich bin eine Wasserratte. Und Alfred sagt ja immer, ich watschel wie eine Ente. Aber so mit dem Wasser haben wir das nicht gemeint. Und es gibt ja auch Leute, die schon böse munkeln. Hey, euer Wohnmobil heißt Duckmobil, ne? Enten wollen schwimmen. Seitdem wir das mit dem YouTube machen, sind wir gefühlt am Niederrhein sowieso nur noch im Regen unterwegs. Wir sind 2 Jahre lang, fast jedes Wochenende Niederrhein-Maßlügen gewesen. Es wurde nie Regen. Seitdem wir filmen, ist der Regen echt Programm. Ob Sommer oder Winter. Ranunkeln müssten das sein. Boah, das sieht aus wie Dahlien. Ein Blütenmeer, ne? Alle Farben. Guckt, ist das nicht schön?
Die blühen auch schon die Sträucher alle. Mal gucken, was wir noch Frühlingsmäßiges einfangen, abgesehen vom Wetter. Aber wir haben Ende Februar, ne? Darf man nicht vergessen. Hier gibt es auch eine schöne Fahrradtour, die Agri-Fan-Tour. Da fahrt ihr an, Bauernhöfe, Landschaftsbetriebe vorbei und könnt da Interessantes lesen oder auf Termin auch das eine oder andere sehen. Ach, ihr seid bekloppt. Quaken genauso wie du. Ich weiß ja nicht, was da blüht, aber da blüht was. Irgendein Obst, glaube ich. Mann, ich wusste das alles mal. Ich werde senil. Können Sie alles wissen. Apfel? Meines Apfel. Haben wir schon eine Idee, wo wir Ostern hinfahren könnten? Zu den Indianern. Wie, zu den Indianern? Ja, du bist ja der reinste Rehenmacher. Die freuen sich, wenn du kommst. Haha. Guck mal, blauer Himmel. Ja, ja. Hier sind Juppbäume. Es ist doch fast wie bei Jupp der Wald. Nur, dass wir bei Jupp nie so viel Regen hatten, wie wir jetzt hier hatten. Dabei sind wir nur, ich glaube, 20 Kilometer von dem weg, ne? Das ist immer fatal, wenn du am Niederrhein bist, haben wir ja, wie gesagt, meistens Regen. Nein, nicht meistens, bis jetzt immer. Fahren wir aber über die Grenze, die ja manchmal nur 2-3 Kilometer weg ist von da, wo wir stehen, und fahren in die Marsdünen. Was haben wir? Kein Regen, Sonne. Das ist schon fatal. Ist das jetzt nochmal der ehemalige Flugplatz Venlo, der allerdings nicht allzu viel Bedeutung hatte im Ersten Weltkrieg. Der war von 1911 bis 1940 aktiv, diente aber dann eher mehr für Flugschon, und 1930 hat der Zeppelin hier mal Halt gemacht. Ich habe das aber auch mit dem NATO-Gelände verwechselt, was wir immer sehen, wenn wir hier vorbeifahren. Das ist der alte, wie nennt sich, Flugleitungsturm. Der ist als Denkmal übrig geblieben. Warum da ein paar Turnschuhe dranhängen, weiß ich aber nicht. Der Flugplatz diente zu Schieß- und Landeübungen und liegt bei Venlo in dem Gebiet der Grottenheide. Schönes Wandergebiet, gute Fahrradwege. Und hier ist richtig was los. Und ich habe das ja eben schon angedeutet. Wir sind eben über die Grenze gefahren. 10 Meter weiter hörte es auf zu regnen. Und jetzt stehen wir hier in der Sonne. Ich habe nicht mehr Handschuhe an. Und an der Stelle... Die Lüge, es ist trotzdem kalt. An der Stelle viele Grüße an Jule. Jule wandert, bekannt von Instagram. Wir haben uns knapp verpasst. Ihr steht hinten auf dem Parkplatz am Löwensee. Ich habe mal geklopft, aber war keiner zu Hause. Bin mir nicht sicher. Ja, warum heißt sie auch Jule wandert? Ja, da hinten kommt ein Hund, aber ob das die Jule ist, kann ich auf die Entfernung nicht erkennen. Aber ich glaube, das ist sie nicht. Dies. Schade. Hier ist es schön. Das ist ein Segelflugplatz mittlerweile, ne? Ehemaliges Flugplatzgelände. Hier soll es viele Schafe geben. Ich sehe keine. Ja, ich wollte hier nur wegen dem Schäfchen hin. Ich habe Hunger. Du wolltest ein Schäfchen essen. Nein, ich will kein Schäfchen essen. Und guck mal, hier alles wieder Heidekraut. Wenn das alles wieder blüht, ist das traumhaft, ne? Wo ist eine Lammkeule? Guck mal, da reitet einer. Das helle Pferdchen da. Ja. Hebt sich richtig ab in dem Grau in Grau. Lenk mich jetzt von meiner Lammkeule ab. Nee.
Wir müssen jetzt gleich noch irgendwo halten, wo wir einkaufen können. Ich habe nichts aufgetaucht. Ja, ich habe ihn wieder vergessen. Hm? Lammkeul. Nein, es gibt Omelett. Mach ein Omelett. Jetzt gibt es Omelett. Ja, du hast ja die Champignons mit. Ja, die sollten doch eigentlich mal dem Fleisch, was du vergessen hast, aufzutauen. Ja, dann können wir ja heute noch mal ein Omja-Video drehen vielleicht. Ja. Vielleicht. Wenn ihr mich lieb bittet, mache ich vielleicht eins. Aber auch nur, wenn die Frisur sitzt. Wie das alles aussieht, wenn das blüht. Sollten wir vielleicht doch noch mal in den Sommermonaten machen. Guck mal, alles Tulpenzwiebeln. Frühling. Ja. Auch. Die riechen gar nicht, ne? Ich habe mal in Erinnerung, dass die so scharf riechen. Bei der Kälte riechen die auch nicht. Ich brauche eine für mein Fahrrad. Für meine Trophäen. Für mein Altar. Ich brauche doch keine. Ich schenke dir alle paar Blümchen. Auch noch eine schöne. Auch noch so eine schöne. Habe ich direkt gesehen. Danke. Da muss ich ja direkt. Stand Patty drauf. Da. Oh, jetzt ist weg. Mein Blumenaltar. War gut, dass ich nicht gewettet habe. Wir sind wieder am Platz. Und was haben wir? Fast blauen Himmel, zumindest trocken. Dieser eiskalte Wind hat nachgelassen. Wir haben 6 Grad, aber das ist so ein kalter Polarwind. Also ich habe die gleichen Handschuhe und Schuhe und alles an, was ich auch bei null und weniger anhatte. Aber der Wind geht wirklich überall durch. Also ich habe noch nie so gefroren wie heute. Liegt daran, weil ich keinen Käsekuchen hatte unterwegs. Ja, das wird es sein. So, wir gehen jetzt erstmal gemütlich Kaffee trinken und dann schauen wir weiter. Ja. Heute beim Kochen. Ja, ich will ja heute noch essen. Wenn meine Frau die schneidet, dann geht das ich so. Ich bin kaputt. Ich bin das geht immer bei dir so. Ich bin für unsere lieben Zuschauer noch bis zum Markt gelaufen und einmal um den ganzen historischen Ortskern drumherum und habe noch schöne Fotos gemacht. Während du in diesem Affenzahn. Dann mach mal was langsamer, sonst geht doch mein Plan nicht auf. Die Champignons schneidest, blenden wir an der Stelle die Bilder von meinem Abendspaziergang ein. Was ist das denn für ein Plan? Der ist gut. Ja komm, zeig einmal, wie du schneiden kannst. Willst du meine Arbeit nicht sehen? Angeber, ne? Ja, er ist ja gelernter Koch, also von daher, und ich ja nicht blöd, man heiratet ja beim zweiten Mal gewinnbringend und arbeitsersparend. Bei uns gibt es heute in der Omnia einen Versuch. Habe ich auch, deswegen bin ich rein. Ich rede hier gerade. Es gibt heute in der Omnia einen Versuch, und zwar Omelett à la Betty. Hör auf, das ist schon genug, glaube ich. Das habe ich mir gedacht, deswegen habe ich auch nur so wenig rausgenommen. Unten in die Omnia kommen Champignons, darüber kommen, ich denke mal, Erbsen. Habe ich da Erbsen rausgenommen? Scheiße, das sind Bohnen, wir haben ja keine Erbsen mit. Planänderung, ich muss mal eben abtauchen. Doch, aber wohl. Meine Schatzkammer. Darüber Erbsen, darüber oder dazwischen, das weiß ich noch nicht. Kartenschinken gewürfelt und darüber eine gut gewürzte Eimasse, wie heißt das da? Rühreimasse. Und die Rühreimasse, bevor ich die drüber kippe, tue ich dann noch was Käse drauf. Ich schichte mal und dann zeige ich euch das. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Köpfchen. Rucki die Kuh, jetzt halt die Schnute, du. Okay, ich mach mal weiter, dass der Boden gut bedeckt ist.
eine kleine Dose Erbsen darüber, damit das gleich ein bisschen fester und Konsistenz bekommt, kommt jetzt eine Schicht Käse darüber. Ungefähr ein halbes Paket Schnibbelkäse Gouda. So, reicht schon. Das sind Kalorien. Das reicht. Und dann kommt der Würfelschinken darüber. Schön verteilen. Ich wollte gekochten Schinken haben, weil das mit dem rohen Schinken immer so salzig wird. Aber ich habe ihn nicht bekommen. Alternativ hätten wir irgendwas mit Puter noch gehabt. Mir ist er eigentlich zu fettig. Im Gegensatz zu Alfred, der hat am liebsten Bacon genommen. Okay. Aber wie gesagt, den gekochten Schinken, den finde ich meistens immer nur in den Niederlanden. Wir waren jetzt schon im Kaufland, also auch da habe ich ihn nicht bekommen. Also habe ich jetzt es gab noch mageren, aber der sah ja aus, als wenn er, ich weiß es nicht. Wie lange ist der Essen gekocht hat? Nee, der sah komisch aus, der war so, da waren keine Würfel, der sah aus wie Schmierwurst bald. Der sah nicht schön aus. So. Drüber verteilt, fertig. Und jetzt kommt noch unsere Masse, Eimasse darüber. Dann würde ich mal sagen, das Ganze 10 Minuten bei voller Hitze. Und nochmal 20 auf jeden Fall, ne? Ja, wahrscheinlich. Auf kleiner Stufe drüber. Hier wieder aufpassen beim Füllen. Ne, da. Ich arbeite ja immer mit der Silikonform. Ich habe ja auch ganz neu die geteilte Silikonform, die ja heute zum Einsatz gekommen wäre. Wäre ich nicht so blöd gewesen und hätte vergessen, das Fleisch aufzutauen. Hättest du das Auto machen können, hätte jeder direkt seine Portion gehabt. Ach, kannst du auch durchschneiden, das ist doch Blödsinn. Ich habe geträumt, dass die durchbricht. Halt lieber die Daumen, dass nichts passiert. So. Habe ich geträumt, die bricht durch gleich beim Spülen. So, fertig. Gut. Deckel drauf, Fenster auf. Ja, das ist noch ein bisschen Fitzelchen. Bist du mittig? Den Trick kennt ihr, ne? Ob die Omnia auch mittig auf der Flamme steht, einmal durchgucken. Und dann, go. Schauen wir doch mal, was meine Holde da gebrutzelt hat. Das sieht lecker aus. Ich bin selber überrascht. Das Flüssige ist von der Milch. Muss das noch oder ist das lang? Nee, das ist gut. Das ist von der Milch. War so viel Milch dran. Ich mach da mal aus, es gibt nämlich was zu essen. Bis morgen. Totzens. Ich hab einen Faden. Nein, du sollst nicht. Jetzt sind wir 20 Meter gefahren. Kannst du mal erklären, warum wir schon wieder anhalten? Du sollst mir helfen. Die Mütze hängt im Ohrring fest. Wie ihr seht, sind wir weit gekommen. Wieder 20 Meter weiter. Der Aperklamme. Tipp schön Wetter. Was machst du da oben? Oh, Alltagsmenschen, Figur 13. Also. Das scheinen die Einheimischen nicht zu mögen. Fahrer meinen schon, hier wären Blitzer. Du musst ein bisschen mehr zum Platz hin machen. Ich brauche ein Foto fürs Thumbnail. Ja, halt die Kamera doch rüber, aber dein Gesicht in die andere. Ja, das ist glaubwürdig. Ja. Du bist aber glaub. Du bist aber glaub. Die lacht sich da hinten kaputt. Ja. Schaut euch der endlich mal Knips. Ich hoffe, ich habe jetzt Mikro aus. Ich weiß gar nicht, ob ich Mikro an habe. Nee, du hast das Mikro an. Ich kann dir alles dokumentieren. Dann schreibt in den Kommentaren, ob ihr jetzt einen Gehörsturz bekommen habt. Ja. Sorry. Fertig. Ja. Du hast die Kamera an, da darf ich nicht singen. Bei dir hat es wieder geschafft. Habe ich versprochen. Wir fahren wieder Richtung des Dunkels. Guck mal da hinten. Da ich weiß gar nicht, wo wir fahren. Ist geheim. Aber wo fahren wir? Wir fahren natürlich dahin. Zum Tümmchen. Wo führst du denn schon wieder hin? Nein, erstmal an der Stelle.
Es ist mittlerweile Sonntag. Habt ihr ja bekommen, ist wieder hell. Wettervorhersage war bis 11 Uhr, glaube ich, Regen und dann nicht mehr. Okay. Mein Regenplan war, kann ruhig regnen. Heute ist nämlich hier Mädelsflohmarkt in der Bofrosthalle und ich hatte schon gezählt, wie viel Dollars ich am Bargeldmeld habe oder schon mal zur Sparkasse laufen soll. Weil ich wollte mich da echt mal ein bisschen shoppen und anschließend noch eine Runde durchs Schwimmbad drehen. Schwimmbad, Sonntag natürlich. Mit den Klamotten. Ja, mit den neuen Klamotten, brauche ich zu Hause ja nicht mehr waschen. Schwimmbad ist relativ viel mit Kindern besucht, von daher wäre ich jetzt was später gegangen. Fahrradwetter spielt mit. Und dann haben wir gesagt, hier in Strahlen gibt es verschiedene agrartechnische Themenrouten. Fahren wir die pinke Agrifantour, die sich um den Gartenbau und Landwirtschaft dreht und hier gerade mal über den Bereich der Schnittblumen und Torfgarten. Gartenwirtschaft? Gartenbauwirtschaft. So, jetzt haben wir. So, jetzt müssen wir aber Gas geben, sonst guckt er uns da alles weg. Der gibt ja richtig Gas. Ja, stopp da. Ja, da kommt Regen. Und wenn ihr fragt, warum ist dieser Tom-Tomchen denn, ne? Weil ich so fett bin. Wir haben ein eingebautes Navi. Nein, weil ich so dick bin. Hier ist die ganzen Gewächshäuser, wo wir jetzt gerade hier vorbeifahren, ist alles ein Rosenzuchthändler. Da kannst du dich dann informieren, auch vielleicht mit Kindern, gar nicht so uninteressant, mal so eine Tour zu fahren. Und zu anderer Jahreszeit sieht man mit Sicherheit auch mehr. Wir kennen das nämlich auch von den Tulpengärtnern in den Niederlanden. Das ist mega interessant, auch im Sommer, wenn die ihre Felder fluten. Und da hast du eine Riesenfläche nur mit gefluteten Feldern. Das aussieht wie ein Riesensee und ganz viele Wasservögel halt drauf. So, fahren wir mal weiter, bevor der Regen uns da wieder einholt. Die haben Hyazinthen und Tulpen. Ja, man kann wirklich nirgendwo richtig reingucken. Ist alles dicht als Sonnenschutz. Ja, so ist das im Leben. Für die, die nicht den Thrill möchten, die Schilder zu suchen, so wie wir, man kann, hier ist nochmal der Hinweis, die Route als App runterladen. Da hast du dann alle Agrifantouren drin, alle 5, die es gibt. Und man kann dann das Handy sich über Sprachsteuerung natürlich wie mit den Knotenpunkten führen lassen. Wir haben es nicht ausprobiert, weil wir spontan entschieden haben. Aber ich muss da vorne noch mal was gucken. Da hat was geblüht, was ich noch nicht kenne. Da fahre ich jetzt noch mal rüber und dann gehen wir zurück zur Route. Weil du musst manchmal von der Strecke ein bisschen abweichen, um an diese Tafeln zu kommen, um eben lesen zu können, welcher Gartenbaubetrieb hier was macht. Auch Blumen drin. Da stehen sie. Primeln, glaube ich. Ich kann das auf der Entfernung nie erkennen. Was haben wir denn hier? Das ist zwar jetzt nicht schön bei dem Wetter. Und wenn das alles blüht und die auch die Hallen offen haben, wie im Sommer, das kennen wir ja von oben von Holland. Ich habe auch schon überlegt, aber Ostern ist so früh, da hast du noch keine Tulpenblüte. Da blühen nur die Hyazinthen. Ja. Also ich denke mal, da vor Ostern vielleicht nach Luxemburg fahren. Ja, schauen wir mal. Fahren wir weiter. Was siehst du so traurig aus? Blümchen, die nicht mehr, so wie die Bananen, die zu krumm sind. Weißt du, wo die landen? Die Primelchen hier als Kompost aufs Feld. Hier, ist, hier stand Mais. Den Dinger nachzuurteilen. Und der wird jetzt mit Primeln gedüngt. Hier liegen alles Primeln. Ich würde die am liebsten mitnehmen. Aber da ich ja mal unterwegs bin, brauchst du keine Primeln. Brauche ich auch keine Primeln, weil ich ja sowieso nicht im Garten bin. Okay, fahren wir mal weiter, bevor ich anfange zu weinen, weil da oben weint gerade schon wieder einer, dass wir aus dem Regen kommen. Übrigens, ich habe das jetzt rausgefunden, warum meine Frau immer in den Regen fährt. Die hat das nämlich zugegeben. Die hofft darauf, dass es noch wächst. Aber das hat die ganzen Jahre nicht funktioniert. Das funktioniert jetzt auch nicht mehr.
Das war mein Spruch. Das habe ich gerade gesagt, als es anfing zu regnen. Ich habe ja gesagt, ich habe es herausgefunden. Habe. Ja, weil ich dir verraten habe, du Blatschkopf. Schau mal aus hier. Geh jetzt weiter. Ich dich auch, mein Schatz. Glaube ich, Erikas. Ja, und so sieht es jetzt aus. Wie gesagt, wir sind das mal im September, sind wir hier irgendwo auch rumgefahren. Da blühten die Erikas überall. Also das war eine Farmpracht. Ich habe noch irgendwo vielleicht ein paar Bilder, muss ich mal gucken. Aber definitiv habe ich schon gesagt, also wir werden im August, September noch mal hier in die Gegend fahren und die Route zwischen diesen Gartenbaubetrieben noch mal mit dem Rad fahren, wenn es blüht. Also ich bin ja so ein Gartenfan gewesen früher. Heute habe ich ja keine Zeit mehr dazu. Nee, Garten und Wohnmobil passen nicht zusammen. Da war ich Maulwurf. Jetzt bin ich ja die Watschelente. Sagst du immer. Ja. Komm, du Entchen. Wir haben komische Schafe hier. Oder besser gesagt, eine komische Farbe. Ich weiß jetzt wieder nicht. Nein, das ist kein Schaf. Das hat auch eine komische Farbe. Nicht, dass ihr denkt, dass ich jetzt Alfred alleine nach Hause schicke, weil ich mich so in die Strolske Jeck verguckt habe. Aber wir haben gedacht, da, wo unser Video begann, lassen wir es auch wieder aufhören. Und zwar kommen wir direkt mal zu unserem Fazit. Das Wochenende neigt sich dem Ende zu. Es fängt gleich wieder an zu regnen. Das hat unterwegs, konnte man doch nicht so viel zeigen. Da hat es ziemlich viel geregnet, wie ihr an dem Bild mit dem Regenbogen ja auch sehen könnt. Der Mädelsflohmarkt haben wir dann angepeilt. Der ist wegen mangelnder Beteiligung ausgefallen. Anscheinend. Da wurde jetzt Handball gespielt, da wollten wir nicht mitmachen. Und für uns hat das Wochenende hier ein Ende. Unser Fazit ist, wenn euch das gefallen hat, lasst uns ein Like da. Schreibt in den Kommentaren, wie ihr es gefunden habt. Und wir sagen definitiv Niederrhein immer wieder eine Reise wert. Strahlen ein liebevolles, nettes Örtchen. Die Agri-Touren, wir sind nachher auf die App umgestiegen, weil du ansonsten die Punkte, die rechts und links neben der Wegführung liegen, nicht mehr zurückfindest. Kann ich nur empfehlen, dass ihr auch die App dann verwendet. Aber bei allem anderen sage ich euch, im Winter nicht schlecht, aber wenn es wärmer ist, definitiv eine schöne Tour. Kombiniert vielleicht mal bei einem Kurztrip die Orte, die es hier am Niederrhein gibt. Fahrt mal nach Kevela, fahrt mal nach Wachtendonk, bis nach Heinsberg. Es gibt so viel zu sehen, von Kleve über Meuland, hier die Kante, Strahlen, bis nach Heinsberg. Wunderschöne Rad- und Wanderwege, immer liebevolle alte Orte. Lukullich ist auch einiges da. Und genießt die Ruhe und die entspannte Lebensart hier am Niederrhein. Und schaltet bei uns bitte auch wieder rein. Alles klar, an der Stelle sage ich wieder danke. Bis zum nächsten Mal. Eure Betty und im Background euer Alfred. Ciao. Ciao.